Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Die finale Quest steht an, sie ist wieder sehr, sehr geil. Ich rate euch, spielt sie solo, da macht es umso mehr Bock. Ich bin mit Schweini und Phoenix unterwegs, da ist sie nicht ganz so anspruchsvoll. Ganz wichtig, wenn die Quest vorbei ist, kommt wieder Storyline. Die blende ich diesmal für die letzte Quest ein. Ich lese sie nicht vor, weil ich einfach ein schlechter Vorleser bin. Ich zappe sie langsam durch, dass ihr in Ruhe mitlesen könnt. Und danach geht es aber weiter. Das ist ganz wichtig. Ich war selber überrascht. Wir können dann nochmal einen Teil auf dem Kings Canyon kurz spielen und machen da ein paar Sachen. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Lasst euch einfach mal überraschen. Es ist sehr, sehr interessant. Schaut auf jeden Fall bis zum Schluss. Danach kommt nochmal eine Chat-Unterhaltung zwischen Octane und Lifeline, darüber habe ich schon mal berichtet. Und wer bis zum Schluss dranbleiben will, der bekommt dann mit, was eventuell in Season 6 uns erwarten könnte. Da wird ein bisschen was, zumindest interpretationstechnisch, in den Raum geworfen, was echt interessant ist. Ich bin danach auf eure Meinung gespannt. Wie immer, dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr so neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und wie immer nochmal den Shoutout an alle, die mich noch nicht abonniert haben und regelmäßig reinschalten. Abonniert mich, ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Das war's jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Gameplay. Haut rein, ciao. Der Feind meines Feindes. Oh, wir sind in den Sümpfen. Gesümpfe. Gesümpftheit. Ich denke, dass ich bei den Waffen so bleibe, wie sie sind, würde ich sagen. Alles Gold klingt schon mega interessant. Und das gleiche Totem. Oh, wir laufen in Schattenform rum, oder? Nee, ich habe irgendwas absorbiert. Ich muss jetzt hier rein. Weiß nicht, was ich machen soll. Hier, macht mal hier auf. Ich hab mich aber erschreckert. Achso, ich muss die Dinger absorbieren irgendwie. Wing, wing. So, ich muss jetzt noch da. Ist noch da. Oh, eine G7 Scout ist natürlich auch edel. Alter, ich hab's nicht gesehen. Warte. Ach, du hast es schon absorbiert, alles klar. Was soll ich zumachen? Nee, ist egal, alles gut, wir können uns das doch teilen. Muss man überhaupt hin? Ach da. Jetzt springe ich auch noch über meinen Jump-Pad, ich Trottel. Was ist jetzt? Oh, jetzt sind wir Schatten. Schattenfähigkeit im möglichen Tier, bla bla bla. Okay. Ist auf jeden Fall interessant. Box dich. Ich stell mal den Bohrer. Da oben ist ein Drachen mit einem goldenen Paket. Paket. Das ist echt witzig. Oh, Alter. Hey, ich hatte eine Spitfire. Wo ist die hin? Alter, ich bin immer noch so schnell. Ja, ich meine, der Hut ist weg. GG. Warte mal, ich renn mal kurz zu der. Ach nee, wir müssen ja zurück.
so cool. Naja, war ebenfalls relativ. Das war ja noch schwieriger. Einfach. Okay, ich denke, Solo wird das schon ein bisschen mehr Bock machen. Jetzt mal, was wir hier Schönes haben. Einmal den Anhänger in einer Farbe, die mir relativ bekannt vorkommt. Ich würde sagen, die hatten wir schon. Okay. Der gebrochene Geist. Na, dann lesen wir uns das mal durch hier.
Oh, es gibt noch ein Kapitel. Oh, da sieht man natürlich jetzt die Maske von Ash ganz deutlich. Also für alle, die die Titanfall kennen, kennen auch diese Maske hier. Oh, jetzt sieht man es auch deutlich. Das hat man vorher schon mit diesem, ohne diesen Overlay. Ab Quest Nummer 8 hat man das hier schon relativ durchsichtig gelesen, dass das Ash ist. Hier ist noch Asche zu. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir noch eine zusätzliche Quest kriegen. Ich werde die Kamera jetzt wieder wegschalten. Ja, verrückt. Das ist geil. Okay. Da wären wir. Oh, wir sind auf dem normalen Kings Canyon. Kein Zeitlimit? Na, jetzt bin ich ja richtig heftig gespannt. Moment, bevor ich da hingehe, ich habe kein Zeitlimit. Möchte ich mal gucken, ob ich irgendwelche Waffen finde, außer der P20. Sieht aber nicht. Ne, ist alles leer. Ja, okay. Na, dann bin ich ja jetzt heftig gespannt, was jetzt passiert. Oh Gott. Ich gehe natürlich fest davon aus, dass wir wahrscheinlich Ash oder so jetzt sehen werden. Ach, das ist noch ein Bunker. Okay. Noch meine Fähigkeiten nicht einsetzen, wie ich gerade feststelle. Scheinbar auch keine Energie verlieren, wenn ich das jetzt hier so sehe. Zumindest noch nicht. Hier ist eine Leiter nach unten. Okay. Oh mein fucking Gott, das ist echt spannend. Jedes Kind liebt Eiscreme. Oh, schauen wir mal da, was da für ein Körper hängt. Moment. Ich würde ganz kurz mal noch gucken, ob ich hier irgendwo... Weil da ist ein kleines Bedienfeld. Keine Ahnung, ob ich da vielleicht drauf drücken kann. Ah, das ist wahrscheinlich... Nee, das ist nichts, okay. Alles klar, ich gehe mal davon aus, dass ich den Kopf jetzt wahrscheinlich da drauf setze. Tatsächlich. Und die Kapuze ist ja noch an dem Körper. Asche zu Asche, Ash to Ash. Macht Sinn. Ah, da ist der Flatline-Skin. Okay, es geht. Nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend. Was haben wir hier? Schönes. Ach, das ist der Ash-Schlüsselanhänger. Ich sag immer Schlüsselanhänger. Das ist der Ash-Waffentalisman. Wackelkopf Ash. Geil. Nein, ich wollte hier drauf. Danke. Epilog Staub zu Staub. Ach, okay, darüber habe ich schon mal berichtet.
Da haben wir den letzten Satz, bevor ich weiterklicke. Lifeline, wenn wir nach Olympus gehen, gehen wir nach Olympus. Darüber habe ich vor kurzem berichtet. Das ist die dritte Map. Ich bin so gespannt, ob es schon in Season 6 schon passiert. Ich kann es mir zwar noch nicht vorstellen, aber das ist quasi jetzt der offizielle oder die offizielle Bestätigung, es wird eine dritte Map geben. Genau, es ist unsere Heimat. Quasi die Heimat von Lifeline und Octane. Bin beendet. Bis zu Season 6. Okay, bis zu Season 6. Könnte man jetzt reininterpretieren, dass die Quest in Season 6 fortgesetzt wird oder tatsächlich die Quest in Season 6 auf Olympus schon weitergeht? Ich drück mal weiter, ob jetzt noch irgendwas kommt. Nee, das war's. Oh mein fucking Gott. Also, vielleicht kriegen wir doch in Season 6 schon die nächste Map. Das wäre natürlich ultra geil. Ich interpretiere aber eher darin rein, dass die Quest-Reihe fortgesetzt wird in Season 6. Bleibt abzuwarten, ob Ash vielleicht tatsächlich doch eine Legende werden könnte in Season 6. Ist natürlich, kann man eigentlich nur reininterpretieren, dass Ash die nächste Legende wird. Wobei Ash tatsächlich in dem ein oder anderen Video, wo ich schon mal über zukünftige Legenden gesprochen habe, nichts zu suchen oder nicht aufgetaucht ist. Weder namentlich, namentlich heißt sie ja auch hier Ash, die Legende. Und in dem, was ich schon mal berichtet hatte, gibt es keine Legende namens Ash. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin echt jetzt auf eure Meinung gespannt. Lasst mir ein Feedback in den Kommentaren da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends sonst nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.